Ja, herzlich willkommen zum Red Bull Rookies Cup. Wer sich's anschaut, ist herzlich willkommen. Letzter Part von dem DLC hier. Abschluss in Aragorn. Weltmeister bin ich hier schon. Also von dem her gehen wir gleich auf die Strecke und genießen wir nochmal das letzte Rennen hier beim Red Bull Rookies Cup. Viel Spaß. Los geht's. Vielleicht können wir noch mal mit einem Abschlusssieg hier nochmal auftrumpfen. Macht, ich fahre jetzt das vorher noch, bevor ich dann mit der Yamaha weiterfahre, dass wir das einmal, das heißt, ein Projekt hier mal auf jeden Fall abschließe. Alonso hier fährt auch mit, Fernando Alonso. Zum Spaß beim Red Bull Rookies Cup. So, Ramirez. Da ist er schon. Ah, die Strecke MotoGP ist nicht einfach. Moto2 geht es noch halbwegs. Aber MotoGP. Vor allem hier runter. Boah, ja, dann das Abschießen natürlich ist sowieso. Ich glaube, den hast du hinter mir zerlegt. Und da fliegt schon der nächste! Ja, 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 sorry, sorry, sorry. Na, ich will nicht alle niederführen. Ah, jetzt ist auch kein Sturz. Ja, ja, noch besser. Da hat es einen Highsider gegeben. So, jetzt haben wir das Ganze ein bisschen entschärft durch das kleine Rückspulerl. Ja, wie gesagt, MotoGP ist hier. Sehr tricky. Ach, da haben wir angeschoben. Auch beim 214 wird das alles ein bisschen besser mit der KI beim Überholen. Rein von der Stärke, vom Speed her, passt auf einigen Strecken eh schon in der MotoGP. Zum Beispiel in Quartars erste Rennen, das sind sie sehr stark. Also da darf man wirklich absolut keinen Fehler machen. Und am Limit fast jede Runde muss man da wirklich gut durchziehen, dass man da eine Chance hat, dass man vorne eben dabei ist. Also es ist schon die Grenze nach oben, würde ich sagen. Aber so müssten alle Strecken eingestellt sein. Weil vielleicht ein... Was war da hinten? Vielleicht einen dicken... Kann man dann auch nach unten gehen, die eine oder andere Strecke auch. Dass nicht ganz so schwierig ist. Weil es ist auch die Strecke an sich. Wenn meine Strecke aber gut drauf ist... Schaut das dann natürlich auch wieder ganz anders aus. Boah, da schießt er schon wieder daher hier. Freie Strecke, schon wieder was gelb. So, 10 Runden, ja, haben wir. Und gleich Streckenkord von mir hier. Auf Position 11. Zweite Runde, ja, da können wir eigentlich noch wieder relativ, wie man kennt sie, entspannte Sache angehen. Dann aber, ja, hier, da im Kurvengeschlängel, da trumpfen sie wieder auf. Ich hoffe, wir sehen hier nach dem letzten Rennen auch irgendwie ein Endergebnis. Sonst müssen wir es irgendwie selber zusammenrechnen. Boah, da schießen alle daher wieder. Heieiei. Ja, es ist kein Problem, wenn es Sinn macht und wenn er wirklich gut vorbeikommt. Und wenn er nicht einen abschießt. Ja gut, okay, es ist auch natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil ich hier nicht wirklich weiß, wie man dann eventuell wieder reagiert. Weil man fährt ja selber nicht so wie die KI an sich. Wenn die sich gegenseitig überholen, schießen sie sich, glaube ich, nicht unbedingt immer so ab auch. Aber ich fahre ja auch im Prinzip, wenn ich anbremse, halbwegs meine Linie. Also vielleicht ist das irgendwie möglich, dass sie das ein bisschen verbessern. Hoffen wir es mal. Oh, oh! Ja, der war jetzt... Gibt es da eine Wiederholung? Nö. Da hat 6 auf einmal, glaube ich, geholt, oder 5. Unglaublich. Das war aber mehr Glück als wie sonst irgendwas, muss man auch dazu sagen. Schön raus hier, jawohl. Wiese. Ja, das kann man mit der Ding hier machen, so mal ein bisschen hier.
Ah, das können wir hinten auf der Geraden dann machen. Ein bisschen Cockpit-Sicht. Gut, das war auch schon letzte Rille hier, ja, dass uns da keiner irgendwie... Unfall! Und Peres... Was? Peres Streckenrekord? Was geht denn da ab da vorne? Manzi hinten, Crash. Na gut, hat wahrscheinlich auch eine freie Runde quasi erwischt, Peres, sicher. Er könnte ihn führen. Ob der nicht eh zweiter ist hinter mir? Ich habe leider jetzt die Tabelle nicht ganz im Kopf. Oder boah, im XGP, dann die Ding vom Lines, alles mögliche. Gut, vom Lines ist das ein bisschen, wieder ein bisschen pausiert momentan. Geht aber auch sicher wieder weiter. Falls es da Interessenten gibt. So, Position 8 haben wir da jetzt, jawohl. Da hinten, der könnte mich jetzt angreifen. Bleiben wir einfach mal ganz eng. Dann passt das schon, so wo ist er jetzt. Na, das passt. Ich muss einfach voll die enge Linie. Hier, Lukas Trautmann, noch einmal meinen Teamkollege da vorne zu sehen. Oh, auf einer guten, was, sechsten Position? Ja, sensationell. Sensationell. Letztes Rennen hier. Wahrscheinlich das beste Ergebnis hier von meinem Teamkollegen. Da kann er sich eventuell noch ein bisschen vorkatapultieren. In der Gesamtwertung. Und sich somit ein bisschen eine bessere Position fürs nächste Jahr ausverhandeln. Und direkt schauen, ob der jetzt zum Beispiel in der aktuellen Saison auch noch dabei ist. Würde mich glatt interessieren. Hier der Spanier da neben mir. Mit 88. Ja, unsere Maschine ging gleich gut. Oder seine sogar mal einen Ticken schneller. Danke. Okay. Übergeben wir hier Lukas Trautmann ein bisschen Geleitschutz. Nein, braucht er nicht, oder? Wie viel da ist er? Sechster. Wenn ich vorbeifahre, ist er dann siebter. Da werden wir zum Schluss schauen, ob er das ins Ziel geschafft hat. Auch. Soll ich ihn nur nicht aufhalten? Passt. Ein bisschen Abstand, dass er mich da nicht versucht zu überholen und dann eventuell zu Sturz kommt. Sehr schön, passt. Aber die EU, die kommen hinten schon näher hin. Ah, geht aber noch. Hat noch ein bisschen Vorsprung. Da kommt er jetzt. Ja, passt. Jetzt müssen wir ihn haben. Die ersten fünf da vorne, schauen wir mal. Und zwei setzen sich vorne schon ganz weit ab. Aber der Zieldurchfahrt können wir dann eh schauen, wer wo ist. Oh, die haben wir gut erwischt. Die haben wir sehr gut erwischt. Kurz nach Curve Anfang rechts ist der Bremspunkt. Jetzt habe ich ihn auch. Schön langsam wieder drinnen. Ah, da haben wir den Schwung nicht ganz mitgenommen. Das habe ich schon nach hinten aus. Ja, das passt. Mit dem Kollege gut unterwegs. Aber gesagt, schauen wir noch einmal. Letztes Mal hier ein bisschen Cockpit auch mit. Die gerade runter. Helm. Ja, das ist nicht so aufregend. Hier kann man ja fast bis in die Kurve Vollgas rein. Und jetzt wieder voll raus. Ja, da ist die K auch zu langsam. Hier die Kurve. Ja, wenn die passen würde, nur eine Kurve ein bisschen besser, wäre schon wieder noch um einen Ticken interessanter. So, hier Körb. Ja, passt eigentlich. Hanika, Deru hier. Oh, Strecke gerade von mir. Die brauchen hier nichts zu überstürzen. Hälfte des Rennens quasi vorbei, 5 von 10 Runden. Hier beim letzten Rennen im Red Bull Rookies Cup. Mal schauen, vielleicht haben sie bei 2014 das eingebaut, dass man vielleicht ganz als erster Red Bull Rookies fahren kann. Und dann aufsteigt in die Moto 3.
Ja, weiß man nicht, ob das nicht dann, ja, ob das nicht für manche Leute dann zu lang ist. Oder sie bringen generell auch wieder, weil sie dann noch zu sich Geld verdienen wollen, den wieder aus DLC, aber wieder das gleiche. Na gut, viele Optionen haben sie aber nicht. Schauen wir mal. Wäre jetzt rein für uns von der Karriere her geil als erster Red Bull Rookie und dann Moto 3. Man ist zwar zweimal eine Saison hier so. Ja, aber gut, ein paar Rennen, so 8 Rennen. Also mir persönlich würde es nichts machen. Schauen wir mal, was sie machen. Ich glaube sie nicht. Aber es wäre doch eine nette Option. Oder vielleicht, dass man es optional sogar aussuchen kann. Nein, das gibt es auch nicht hier. Wird sicher nicht geben, nein. Oh, ein bisschen weit raus. Hanika, schauen wir mal, können wir den? Hier von der Helmkamera. So, jetzt testen wir das nochmal. Gibt es jetzt Windschatten? Oh, doch, ein bisschen vielleicht. Schwer zu sagen, ja. Sonst legen wir es da voll rein. Passt. Und raus hier. Wir sind schon mal 5. Perez, Theroux. Mal schauen, wer Vize-Weltmeister wird von der KI hier. Perez, da ist er. Ich glaube, der ist hinter mir. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Zwei waren da, was ziemlich knapp beieinander waren. Aber jetzt leider nicht ganz im Kopf. So, der Ruhe. Ja, hier haben wir keine Chance, da ist seine Kurve. Der Rot ist immer sehr gefährlich. Sollte ein bisschen früher umlegen, jawohl, und raus. Ja, hier mit der MotoGP muss man auch ein bisschen vom Gas geben, oder vielleicht fahren wir sogar ein bisschen bremsen hier bei der Links, weil man einfach zu schnell dran ist. Das ist auch nicht so einfach. Jawohl, da haben wir den Bremspunkt. Das ist jetzt einmal gut. Das ist wichtig. Ja, Runde 6 von 10. Geht noch ein bisschen. Ja, so langsam sind die jetzt da gar nicht eigentlich. Gut, ich fahre jetzt nicht so da überall jetzt am Limit und alles. Dann will man das natürlich durchziehen. Perez kommt ein bisschen raus. Perez wollte sich da ein bisschen ranbremsen. Hat ein bisschen Abstand. Ray hier zweiter. Ob Ray nicht auch vorne mit dabei ist? Ich weiß jetzt gar nicht. Da, den Bus schießt er daher. Ja, da kann auch nicht viel schneller. Ja, zum Abschluss hier noch ein Podiumsplatz, wäre auch ganz nett. Aber das werden wir wohl schaffen. Oh, da versucht das außen. Ja, das mal eben war okay. Alles, solange er mich nicht abschießt, ist okay. Das war ein bisschen
grüne Wiese. Nochmal hier über Start und Ziel. Runde 8 von 10. Hier in Aragorn. Kommen wir da noch ran hier. An Ray und... Ich habe Azdaraglioglu, den Türken, heute gar nicht gesehen. Den werde ich, vorher bei dem Bulk, wo ich da 5, 6 auf einmal überholt habe, wahrscheinlich auch überholt haben, vermute ich jetzt mal. Bastianini ist der Erste, ja, der ist auch gut unterwegs immer. Auch relativ lang die Runde, muss man sagen, vor allem mit der Moto 3 hier. Ah, ein bisschen schlampig gefahren bin ich jetzt auch hier. Die letzten paar Meter. Deswegen kommt da hinten schon der Ru wieder daher und greift mich fast an. So, die letzten zwei Runden jetzt dann wieder ein bisschen konzentrieren, vielleicht, dass wir da doch noch rankommen. Aus. Ja, spielt also ein bisschen die Sonne von hinten rein wahrscheinlich, dass eben die Drehzahl nicht ganz so optimal. Ganz innen kann man hier mit der Moto 3 fahren. So, jetzt geht's in die letzten zwei Runden. Runde 9 beginnt jetzt. Kurze Pause, sorry. Und da geht's auch schon weiter. So, jetzt kommen wir da ein bisschen ran. Ah, ein bisschen weit. Ob wir die zwei noch ein bisschen ärgern können. Dann in der letzten Runde vielleicht. Also, die Strecke ist auch prinzipiell nicht so einfach. Ja, mit der Moto 3 geht's eigentlich. Na, hier MotoGP wäre schon wieder zu. Extrem dann, dass man da nicht aufpasst, da ist man dann schon wieder da rechts draußen. Ja, da muss er auch noch einmal durch, wenn er Yamaha dann auf der Strecke natürlich, keine Frage. Aber da ist gerade auch MotoGP-mäßig sehr gefährlich mit Abschießen leider. Hier auch da wieder die rechts, da gibt es einige Stellen, wo die KI eben ran kann. Oh, 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 oh. Ah, das war auch scheiße. Jetzt bin ich wieder nicht dran. Ja, das war unsauber gefahren von mir hier. Naja, so wo ist Trautmann, mein Teamkollege? Kann der dann seinen 7. Platz hier halten? Bin ich jetzt fast gespannt. Das sieht man da hinten nicht, aber wenn, hat ihn vielleicht maximal einen überholt. Weil er welchen Rennspeed der generell dann hat. Er ist eher so ein bisschen über 10 also platziert. Und da geht's auch schon wieder weiter. So, da geht's jetzt in die letzte Runde beim Red Bull Rookies Cup.
allerletzte Runde für das komplette DLC und auch über den Grand Prix. Ja, war eigentlich ganz nett soweit bis hierhin. Nettes DLC. Vielleicht bin ich das ja beim nächsten, beim 14er, eventuell in die Karriere ein. Das werden wir aber eh alles sehen. Wäre aber ganz nett auch. Ja gut, dann wird die Karriere natürlich noch ein bisschen länger dauern. Und das, ja, wäre jetzt auch nicht so schlecht im Prinzip. Wer es will vielleicht. Vielleicht optional doch zum Überspringen, aber naja, werden wir alles sehen. Ich bin gespannt, ob sie wieder die gleichen DLCs dann bringen. Oder... ja, was auch immer. Gut, viele Möglichkeiten gibt es da nicht wirklich. Aber gut, weil wir mal alles dann im Juni so mal... gut, im Juni sehen wir noch nicht die DLCs, aber mal das Spiel zumindest. Und dann wird sich alles noch zeigen. So, wir sind jetzt schon im letzten Sektor. Radar vorne, wir auf der 3. Da sind wir wohl ein bisschen zu weit weg. Mal schauen, wenn wir hier das optimal erwischen, aber... boah, Wiese! Aber Schwung war nicht so schlecht, aber sind wir schon nicht zu weit weg von Ray, außer die letzte Schikane, dass er die nicht ganz so gut erwischt vielleicht. Und dann mal draus beschleunigt, dann muss aber jetzt auch wieder alles passen bei der letzten Kurve. So, mal reinhalten ein bisschen, hinten mehr Abstand. Das war mal nicht schlecht, dann hier raus, glaube ich, ist er eh nicht der Allerschnellste. Da kommen wir nochmal, ja, innen, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, 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 komm. Jawohl, da haben wir noch Ray geschlagen. Na immerhin, sehr schön. Noch einen zweiten Platz hier beim allerletzten Rennen hier beim Red Bull. Beim RB Cup, Red Bull Rookies, RBR Cup. Wir werden also ja auch optisch die Sieger auf dem und Podest. Optisch sehen wir hier Bastianini, der mittlerweile auch schon in der Moto3 angelangt ist. Sehr schön, Lukas Trautmann noch auf der 8 hier. Immerhin, sehr gut gemacht, ja. Das nochmal hier die Ergebnisse vom letzten Rennen. Und insgesamt hier haben wir wenigstens die Punkte, sehr schön. Ja, Ray 57, den haben wir vielleicht die Punkte für den dritten, ja, wäre eingeworden. 114, 119, ja, weiß nicht auswendig, aber immerhin. Ist auch egal jetzt. Ja, mein Teamkollege 16er insgesamt, ja, nicht sehr berauschend, muss man sagen, mit 18 Punkten, okay. Ja, da hinten ein paar noch mit 0 Punkten. Auch Alonso, den wir kurz erwähnt hatten, auch 0 Punkte. Ja. Weltmeister Baum, souverän von den Punkten her, vor Perez und Hanika. Wunderbar, hätten wir dieses DLC hier abgeschlossen. Ich darf mich hier noch einmal bedanken fürs Dabeisein. Und wir sehen uns dann wieder bei den anderen Spielen. Ja, das war's, RB Rookies Cup. Danke fürs Dabeisein und ciao, ciao.